Hey Leute, hier ist Sebastian. Wir haben eine ganze Weile keine neuen Videos veröffentlicht, weil wir an einem großen Update für VFox gearbeitet haben. Und ja, es ist endlich fertig. Falls ihr unsere App noch nicht kennt, sie heißt VFox. Sie nutzt die Sensoren in eurem Smartphone für Physikexperimente. Sie ist kostenlos, sie ist jetzt auch Open Source und sie ist super. Wenn ihr mehr herausfinden wollt, besucht unsere Webseite vfox.org oder schaut euch die Videos auf diesem YouTube-Kanal an, um herauszufinden, was ihr mit der App machen könnt. In diesem Video werde ich die neuen Funktionen vorstellen, also wenn ihr die App schon kennt, lernt ihr etwas Neues. Aber zuerst ein neues Logo. Fangen wir an mit der meistgewünschten Funktion, die meisten von euch wahrscheinlich gut brauchen können. Interaktive Graphen. Mit dieser neuen Funktion könnt ihr einfach auf einen beliebigen Graphen tippen und dieser wird dann den gesamten Bildschirm füllen. Hier könnt ihr nun euren Graphen verschieben bzw. pennen und zoomen mit den typischen Gesten, die ihr aus fast jeder anderen App kennt. Wenn ihr den Graphen wieder verlasst, indem ihr irgendwo am Rand klickt, öffnet sich ein Dialog, der fragt, ob ihr die Zoomstufe behalten möchtet oder komplett herauszoomen wollt wieder. Hier gibt es außerdem erweiterte Funktionen, bei denen man wählen kann, welche Achse zurückgesetzt werden soll und man kann auch einzelne Achsen mit anderen Graphen synchronisieren. Das heißt, man kann hier zum Beispiel wählen, dass die X-Achse auf der aktuellen Zoomstufe bleiben soll, aber neuen Daten folgen soll, während die Y-Achse zurückgesetzt wird und die Einstellung mit dem neuen Daten folgen soll auf alle anderen gleichen X-Achsen angewandt werden. Und wenn man das dann gemacht hat, folgt VFox neuen Daten immer weiter nach rechts. Außerdem kann man hier auf das Werkzeug wechseln, mit dem man einzelne Datenpunkte auswählen kann, so dass es möglich ist, einzelne Datenpunkte direkt abzulesen, indem man sie einfach nur antippt. Wenn man gedrückt hält und zwischen zwei Datenpunkten zieht, bekommt man die Differenz zwischen den Datenpunkten sowie die Steigung zwischen diesen beiden. Ähnliches erhält man, wenn man aus dem Menü die Fit-Funktion auswählt, mit der eine Gerade angepasst werden kann. Hier versteckt sich auch die Funktion, um die Daten des aktuellen Graphen zu exportieren, was im Gegensatz zu der Hauptexportfunktion von VFox ein etwas einfacherer Datensatz ist, der es eventuell auch ermöglicht, diese in andere Apps zu exportieren, die mit dem größeren Datensatz ansonsten nicht klarkämen. Abgesehen vom interaktiven Modus haben wir außerdem einige neue Graphentypen, zum Beispiel Balkendiagramme, wie hier bei der akustischen Stoppuhr, die jetzt auch einen Unendlich-Modus hat, sodass man beliebig viele Audiointervalle aufnehmen kann und so zum Beispiel mit dem Schnipsen, was ich hier mache, sehen kann, mit welcher Rate geschnipst wird. Außerdem gibt es jetzt Farbplots, die zum Beispiel wie hier beim Audiospektrum erlauben, dass man den Verlauf des Audiospektrums sehen kann. Wenn man den Fernzugriff benutzt und so über den Webbrowser sich die Daten angucken kann, sind nicht alle diese Funktionen verfügbar. Aber auch hier gibt es eine Reihe von Verbesserungen, wie beispielsweise, dass man den Graphen in Vollbild ansehen kann oder dass eben auch diese Farbplots verfügbar sind. Das nächste große Feature ist eine Bluetooth-Schnittstelle, mit der ihr Daten von externen Sensoren aufnehmen oder Daten von VFox an externe Geräte schicken könnt. Diese Funktion ist sehr komplex, daher werden wir noch ein neues Video erstellen, wo alle Details besprochen werden. Hier gibt es daher nur einen kurzen Überblick. In der einfachsten Form kannst du vom Hauptbildschirm nach Bluetooth-Geräten scannen. Wenn du ein Gerät hast, das VFox kennt, wird VFox dir einige Optionen anbieten, wie du Daten von diesem Gerät aufnehmen kannst. Zum Beispiel benutzen wir hier einen Texas Instruments Sensor Tag, um Temperatur und Druck aufzunehmen. Mit der Hilfe und Zustimmung der Hersteller werden wir versuchen, so viele Geräte wie möglich zu unterstützen. Grundsätzlich kannst du verschiedenste Geräte in den eigenen Experimentkonfigurationen verwenden. Das heißt, mit unserem Web-Editor kannst du von jedem Gerät Daten lesen, diese analysieren und so darstellen, wie du es gerne hättest. Für die fortschrittlichen Nutzer heißt das natürlich, dass sie eigene Projekte mit VFox verwenden können, solange sie eine Bluetooth Low Energy Schnittstelle haben. Man kann also einfach die Daten vom Arduino-Projekt im VFox plotten oder einen BBC Microbit mit den Sensordaten von VFox füttern. Die Dokumentation dazu und ein paar Beispiele finden sich auf unserer Webseite vfox.org. Und wie bereits erwähnt, werden wir hierzu noch ein ausführlicheres Video erstellen. Um so viele verschiedene Bluetooth-Geräte zu unterstützen, brauchen wir nun die Möglichkeit, jeweils eine Konfiguration zu erstellen und diese bequem ans Handy zu übertragen. Und auch da haben wir einige Verbesserungen auf Lager. Die Experimentkonfigurationen in VFox wurden schon immer durch unser eigenes Dateiformat definiert und es war schon immer möglich, eigene Konfigurationen mit dem Web-Editor auf unserer Webseite zu erstellen. Dies wurde nun deutlich verbessert, nicht nur dadurch, dass der Editor natürlich auch alle neuen Funktionen wie das Erstellen von Bluetooth-Experimenten unterstützt. Zusätzlich ist es nun möglich, die einzelnen Module frei anzuordnen und es ist nun viel einfacher, die Experimente aufs Handy zu übertragen und mit Schülern zu teilen.
Dies geschieht jetzt nämlich mit QR-Codes, welche direkt vom Hauptbildschirm in VFox gescannt werden können. Diese QR-Codes werden direkt vom Editor erzeugt und es ist nun möglich, ganze Sätze von Experimenten zusammenzufassen, so dass man mit einem QR-Code alles teilen kann, was man in einer Klasse benötigt. Auch gut zu wissen, der QR-Code, den ihr gerade eben gesehen habt, ist eigentlich nur ein Link ins Internet, wo VFox dann die Experimentkonfiguration runterlädt. Das ist leider nicht an allen Schulen immer verfügbar, deswegen gibt es auch die Möglichkeit, einen Offline-QR-Code zu generieren. Der ist dann etwas sperrig, aber der lässt sich trotzdem gut scannen. Man muss vielleicht darauf verzichten, ein Icon fürs Experiment mit einzufügen oder Übersetzungen einzubauen. Ansonsten kann man den dann auch gut offline benutzen. Es gibt noch viele weitere Verbesserungen, Fehlerbehebungen und andere neue Funktionen, wie das neue Applausmeter, farbige Kategorien und Versionen der Rohdatenexperimente mit mehreren Achsen in einem Graphen. Die vollständige Liste von Änderungen findet ihr auf unserer Webseite. Ich hoffe, euch gefällt unser neues Update. Wenn ihr mehr über die App oder unsere neue Bluetooth-Schnittstelle herausfinden wollt, besucht unsere Webseite vfox.org. Und keine Sorge, wir wollen jetzt auch wieder mehr Videos veröffentlichen. Also, bis dahin, wir sehen uns im nächsten Video.